So, wie sieht es aus nach dem Fasten jetzt, die paar Tage? Wie haben die ausgesehen? Was sind jetzt schon für Auswirkungen bemerkbar? Und wie reagiert der Körper jetzt in der unmittelbaren Zeit nach dem Fasten? Also es ist so, dass ich jetzt merke, dass der Körper und der Stoffwechsel sich langsam aufbauen. Und warum ist das überhaupt wichtig? Und dafür muss man wissen, was der Stoffwechsel überhaupt ist. Diejenigen, die Arnold Ehret gelesen haben, werden sich erinnern, dass der Stoffwechsel in erster Linie dafür da ist, um Gifte auszuscheiden. Der Wechsel von Stoffen für den Erhalt des Körpers ist viel geringer, als der Großteil es heute annimmt. Also warum baut sich dann aber mein Stoffwechsel nun wieder auf und warum muss er überhaupt aufbauen, wenn er nur für die Giftausscheidung zuständig ist? Das ist deshalb so, da der Organismus ständig mit neuen Giften belastet wird aus der Umwelt und auch aus der Nahrung, selbst bei biologisch angebauter Nahrung, Stichwort verseuchten Boden und zu nitratreiche Böden, etc., Chemtrails eventuell. Und natürlich auch weiterhin die Gifte im eigenen Organismus. Aber wenn jetzt durch einen schnellen oder einen schnelleren Stoffwechsel, als er im Fasten vorhanden ist, für einen Abtrag von Giftstoffen sinnvoll ist, warum ist denn ein Fasten sinnvoll? Wenn er, Moment, ich habe mir ein paar Stichpunkte halt gemacht, sonst wird das wieder, sonst versteht das halt wieder keiner. Also das Fasten ist dennoch sinnvoll, wenn die Systeme allgemein zu verstopft sind und ja, dieser Stoffwechsel gar nicht mehr richtig nachkommt und gar nicht richtig funktioniert. Und diese Systeme sind bei fast jedem, eigentlich bei jedem, zu verstopft, zu sehr verstopft und da reicht auch eine einzige Fastenkur dann nicht aus, um diese Behinderung des Organismus zu beheben. Und jetzt kann ich sagen, nach diesem Fasten, das war, glaube ich, mein drittes oder viertes in den 10 Monaten jetzt, wo ich den Weg hier mache, dass meine Systeme jetzt relativ frei sind oder frei genug sind, also so frei sind, dass ich monatelang bis ein halbes Jahr oder auch länger keine gesonderten Fastenkuren mehr benötige. Vielleicht mal ab und zu 2 bis 3 Tage halt nur Saft trinken, um die Systeme frei zu halten. Aber ansonsten ist mein Körper jetzt eigentlich so frei und die Systeme so frei, dass ich das halt nicht mehr brauche, diese Fastenkuren, und der Stoffwechsel jetzt ja, einfach hinterherkommt. Er funktioniert halt in dem Sinne normal, dafür ist er ja auch erschaffen worden, dafür haben wir auch Entgiftungsorgane. Dass er halt mit allen neuen Giften, wenn man halt in der Ernährung nicht zu sehr abdriftet, ja, klarkommt. Und dafür baut er sich halt auf und das ist auch wichtig. Und dadurch wird auch mehr Energie erzeugt. Gucken, ob man das sehen kann. Hier ist gerade die Sonne. Und zum Beispiel diese Adern halt, wenn die, muss mit der Kamera klarkommen, wenn die zu sehen sind, das ist jetzt hier für die meisten halt nur leicht. Ja, am Arm kann man die nicht erkennen, nur an der Hand. Also wenn die rauskommen, man die sieht, dann ist das eigentlich, ist das immer eine Entgiftung. Das kann man so sehen. Wenn die Sonne überwinden, kriege ich den richtigen Winkel nicht rein. Ja, kann man, glaube ich, nicht sehen. Ja, jetzt nicht mehr, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Solange die Atem aktiv sind, heißt das, dass halt entgiftet wird. Dass halt Giftstoffe rumschwirren. Und ja, dazu kann man sagen, dass das. Was kann man dazu sagen? Also im Prinzip hat man das halt alles nicht mehr, wenn man nicht entgiften würde. Andererseits entgiftet man halt immer. Das ist ein Naturgesetz, der Körper entgiftet immer, auch 24 Stunden am Tag. Durch neue Gifte und alte Gifte im Körper. Und es kann halt positiv sein. Es kann aber auch ja, eine Annahme sein. Man kann es halt auch negativ auslegen, indem man sagt, man hat halt noch zu entgiften. Ja, da kann ich jetzt auch nicht sagen.
sieht man sogar besser in die Ader. Und während des Trockenfastens hatte ich die ganze Zeit nicht, da hatte ich keine einzige Adern und so weiter. Und ich habe das auch meistens nicht, wenn ich gegessen habe. Warum ich die jetzt habe, da komme ich jetzt zu, wie die nächsten Tage gelaufen sind. Also ich habe erstmal einen Tag dann halt mit Saft eingelegt oder vermehrt Saft, weil ich hatte ja schon 500 Milliliter Saft hatte ich halt schon gemacht, die letzte Woche circa. Dann habe ich das einfach auf 1 Liter erhöht und auch zwei Saftmahlzeiten. Oder sagen wir insgesamt, ach, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht 1,5 Liter, ist auch eigentlich auch scheißegal. Ich habe es einfach nur erhöht, die Menge und vielleicht auch die Häufigkeit. Und aber am zweiten Tag bin ich dann dort schon wieder zum Essen gekommen als zweite Mahlzeit. Nicht optimal, aber auch egal. Dann Wassermelone gegessen, habe ich noch gegessen. Am dritten Tag habe ich dann auch schon Tomaten ein paar gegessen. Also bei den Tomaten merke ich jetzt aber echt schon, dass die fast schon mineralreich sind. Also so Gemüsefrüchte werde ich nur als Ausnahme essen. Also am besten sind halt immer baumgereifte Früchte. Also es kommt halt wie gesagt nicht darauf an, sich mit unzähligen Stoffen zuzuknallen und zu versuchen, sich irgendwie zu ernähren durch Nahrungsmittel. Diese physikalischen Nahrungsmittel sind eigentlich nur zum Reinigungszweck gedacht. Das ist also alles ein Reinigungsweg und kein Ernährungsweg. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das ist auch der Grund, warum die meisten Leute krank sind. Das ist auch der Grund, warum die meisten Leute sterben, weil sie halt in Irrglauben aufgesessen sind, dass man sich durch Nahrung, besonders durch proteinreiche Nahrung und so weiter, sich ernähren würde. Dabei füllen und stopfen sie nur ihren Körper damit zu. Ich will das gar nicht bewerten, aber ich finde es halt wichtig, das aufzuzeigen. Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Oder wo war, boah, diese Haare, ne? Oder wo war ich überhaupt? Genau, und also ich war halt dann wieder direkt beim Essen, obwohl ich das noch nicht gut angefühlt hatte. Aber es war mir dann auch egal, da ich halt trotzdem nicht jetzt total übertrieben hatte und so weiter, habe ich das dann erstmal zugelassen, dass ich dann halt wieder gegessen hatte, obwohl der Körper sich langsam anpassen will. Das merke ich auch. Also ich merke halt jetzt auch schon, dass ich halt ein paar Mineralstoffe nachfüllen muss, weil im Fasten wurden halt einige Speicher sozusagen teilweise aufgebraucht. Und daher kommt dann auch so ein leichtes Hungergefühl, was ich jetzt schon seit Monaten eigentlich nicht mehr hatte. Entschuldigung. Aber dadurch, dass halt ein leichter Mineralmangel durch das Fasten jetzt herrscht, ist das schon Hunger gegeben. Und ich denke mal, dass ich 6 Wochen brauche, um den Stoffwechsel aufzubauen, um die Mineralspeicher wieder zu füllen. Ja, um gut klarzukommen. Aber Tomaten zum Beispiel, die wirken für mich zu mineralreich, die können zwar hilfreich sein, aber ich glaube, dass mein Stoffwechsel, mein Körper halt noch nicht so weit jetzt wieder angepasst ist, dass er so eine Fülle von Mineralstoffen, wenn ich jetzt 1 Kilo Tomaten essen würde oder 2 Kilo, dass er diese Fülle an Mineralstoffen, dass er damit noch überhaupt nicht klarkommt. Und das fühle ich momentan, dass ich halt eigentlich mehr essen oder auch trinken möchte. Also trinken ist halt eigentlich idealer, weil da halt konzentrierte Mineralstoffe drin sind, ohne halt Ballaststoffe zu liefern. Die Ballaststoffe, die brauche ich momentan eigentlich fast gar nicht, weil ich den Darm gar nicht weiter reinigen muss. Die Ballaststoffe, die wirken halt ganz gut, um den Darm zu reinigen. Die putzen dann ganz gut durch. Genau, ich merke, dass dass der Körper halt mit so viel auf einmal nicht klarkommt, dass man jetzt halt langsam steigern muss, um die Mineralstoffe zuzuführen und der Körper wahrscheinlich auch mehrere Wochen halt dafür braucht, um auf sein optimales Maß, was halt sehr individuell ist, zu kommen. Und da merke ich dann halt auch dieses leichte Hungergefühl, dass ich jetzt mehr essen könnte, also um satt zu sein, um sich wirklich satt zu fühlen. Dass ich zum Beispiel 2 Kilo Wassermelone essen müsste oder zu viel Hunger hätte, um 2 Kilo Wassermelone zu essen,
aber der Körper mit so einer Fülle halt noch nicht auf einmal klarkommt. Und das meine ich halt mit Aufbau, dass der Körper sich da wieder im Aufbau befindet und dann den Stoffwechsel auch erhöht, um halt mit so einer Menge auf einmal klarzukommen. Um halt nicht wieder erneut zu verstopfen, also weil der Körper jetzt halt so langsam fungiert, dass er halt mit den Stoffen, die er eigentlich brauchen würde, aber halt nicht klarkommt. Weil Fasten ist halt schon eine, für den Körper halt schon eine Ausnahmeerfahrung. Zumindest für uns in unserem Vergiftungsgrad. Und dann esse ich dann halt trotzdem nur 1 Kilo Wassermelone. Oder halt entsprechende Saftmenge. Aber ich denke auch, dass es gar nicht zielführend ist, sich ständig und immer satt zu essen. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Bei mir früher auch nie funktioniert, weil der Hunger halt dadurch generiert wird, in erster Linie, dass man Giftstoffe im Körper hat und man will dann halt die Giftstoffe immer oder die Entgiftung immer abpuffern, dadurch, dass man halt mehr isst, als man braucht. Deswegen ist das Hungergefühl nicht so verlässlich. Deswegen esse oder trinke ich halt so viel, wie ich zufrieden bin, aber nicht so viel, dass ich halt komplett satt bin und mich so gefüllt fühle. Also ich esse halt nicht so viel, dass ich mich so gefüllt fühle und mich dann halt so ja hinlege und total so wegträume, weil ich halt ja, weil auch Hormone ausgeschüttet werden. Das mache ich halt so manchmal, wenn ich dann wirklich so 3 Kilo Orangen entsafte. Aber auf Dauer und bei jeder Mahlzeit zu machen, das halte ich nicht für sinnvoll. Das ist dann eine Überflutung. Damit kommt der Körper dann nicht, ja, nicht schnell genug nach, sozusagen. Wenn man es auf Dauer und ständig und täglich und mehrfach macht, wie es viele Leute machen.